Wir schauen auf das nächste Thema, die Krise auf dem Neuwagenmarkt in Deutschland. Sie spitzt sich zu, vor allem Elektroautos finden kaum noch Abnehmer. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes wurden im August rund 69% weniger Elektroautos neu zugelassen als im August des Vorjahres. Einer der Gründe, 2023 hatten Last-Minute-Käufe gewerblicher Kunden noch die Elektro-Neuzulassungen in die Höhe getrieben, vor dem Auslaufen der staatlichen Förderung für Unternehmen zum 1. September des vergangenen Jahres. Bei Autos mit Dieselmotoren liegt das Minus bei 24,4%, bei Benzin angetriebenen Fahrzeugen bei 7,4%. Und diese Zahlen, sie zeigen schonungslos, die deutsche Automobilindustrie steckt in einer tiefen Krise. Volkswagen ist nur das Sinnbild. Und wenn der Autoriese schwächelt und krankt, dann krankt auch Deutschlands Industrie. Um VW wieder in Fahrt zu bringen, legte der Vorstand daher einen verschärften Sparkurs vor. Doch damit brachte die Konzernspitze die eigene Belegschaft auf die Barrikaden. Vor rund 25.000 Beschäftigten in Wolfsburg kündigte der mächtige Betriebsrat des Autoriesen daher erbitterten Widerstand an. Doch unter dem Strich bleibt, erstmals seit 30 Jahren könnte es bei Europas größtem Autobauer wieder Entlassungen in Deutschland geben. Mitarbeiter protestieren lautstark bei der Betriebsversammlung. In Wolfsburg muss sich der Vorstand den kritischen Fragen der Belegschaft stellen. Die wehrt sich geschlossen gegen den Sparkurs. Ein Thema, was zu großer Enttäuschung führt, ist, dass auch der Vorstand mehrfach von der Volkswagen-Familie gesprochen hat. Und das natürlich in Anbetracht der Situation die Belegschaft nicht gut aufgenommen hat. Denn es kam immer wieder: Wenn man von Familie spricht, dann lässt man auch niemanden zurück. Europas größter Autobauer will bei der VW-Kernmarke kräftig auf die Kostenbremse treten. Dazu soll die seit 3 Jahrzehnten geltende Beschäftigungssicherung aufgekündigt werden. Die Schließung von 2 Werken steht im Raum. Nach Informationen von Business Insider sollen auch der Tarifvertrag für Besserverdienende gekündigt und künftiger weniger Auszubildende eingestellt werden. Also das kann keiner gutheißen. Ist, glaube ich, genau der Schritt in eine falsche Richtung. Wir kommen Samstag rein, 7 Tage die Woche teilweise, Samstag Frühschicht, Sonntag Nachtschicht. Und dann auch noch zu hören, Geldkürzungen, Werkschließungen, das ist schon bitter. Das ist schon bitter. Das ist eine klare Ohrfeige für uns. Wir haben vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt mit diesem vollkommen Setzen auf Elektromobilität. Die Autos werden nicht gekauft. Finanzchef Arno Antlitz verteidigt die geplanten Einschnitte. Wir haben noch 1 Jahr, vielleicht 2 Jahre Zeit, das Ruder herumzureißen. Wir geben in der Marke seit geraumer Zeit schon mehr Geld aus, als wir einnehmen. Das geht nicht gut auf die Dauer. Der Wirtschaftsminister findet, VW habe mit der E-Ausrichtung alles richtig gemacht. Hier läge nicht das Problem des Konzerns. Die Schuld an den sinkenden Absatzzahlen würden auch die konservativen Parteien tragen. Die hätten bei der E-Mobilität für Verunsicherung gesorgt und so dem Markt geschadet. Was die Politik machen kann und machen sollte, ist Klarheit bei dem Entwicklungspfad der Mobilität der Zukunft zu geben. Und das gilt gerade für VW. Spät, aber dann immerhin massiv hat der Konzern sich entschieden, auf klimaneutrale Mobilität, auf elektrische Mobilität zu setzen. Die Bundesregierung will Kaufanreize setzen. So soll die Beschaffung von Elektroautos als Dienstwagen mit Steuervorteilen gefördert werden. Von 650 Millionen Euro bis zum Jahr 2028 ist da die Rede. Die Krise der deutschen Autobauer spitzt sich weiter zu. Jetzt taumelt auch Aushängeschild Volkswagen endgültig. Sogar Scholz hat sowohl mit dem Management als auch der Konzernbetriebsratsvorsitzenden gesprochen.